Admont ist das Tor zum Gesäuse. Und bei der Lauferbauer Brücke beginnt die Enns erst so richtig zu rauschen und zu sausen. Die Enns ist hier noch ruhig und der Paddelsport, wie das Bild zeigt, kaum schwierig. Aber bald nach Eintritt in das Gesäuse wird die Enns zu einem ungebärdigen Fluss, der sich wild schäumend seinen Weg bahnt. Große Steine liegen im Flussbett und verstärken die Wirbeltätigkeit. Wichtig für den Touristenverkehr ist die Station Gesäuseeingang, die bald darauf folgt. Zum Ort der Jonsbach geht es 5,5 Kilometer nach Süden. Der Jonsbach ist ein typischer Wildbach des Hochgebirges mit starkem Gefälle und großem Materialtransport. Eine Mure verschüttete die Straße und der Film gibt ein Bild von den schwierigen Verkehrsverhältnissen in diesen Gebirgstälern. Der Mittelpunkt des Ortes Jonsbach ist die bekannte kleine Kirche. Rund um sie liegt der kleine Kirchhof, der die Gräber vieler Bergsteiger beherbergt. Nach einem kurzen Aufblick zur Hochtorgruppe gleitet der Blick zu einer Brücke und verweilt schließlich endgültig auf dem Hochtormassiv. Deutlich sind die Spuren der Verwitterung und der Erosion in den zahllosen Rinnen und Runsen zu sehen. Ebenso gut lässt sich die Waldgrenze und die Kampfzone beobachten. Paddler betreiben hier immer wieder ihren Sport, denn die Enns ist, zwar mit Schwierigkeiten, aber doch befahrbar. Ein Bauer bei der Heuernte. Wiesen und Wälder sind die Nutzflächen des ansonsten unwirtlichen Gebietes. Auto und Zug bahnen sich ihren Weg durch das Enntal. Der Zug besteht zur Gänze aus charakteristischen Erzwaggons, was auf die Nähe des steirischen Erzberges hindeutet. Gleitet der Blick ins Tal hinab, so bemerkt man, wie sich Autobus und Bahn am Bergfuß entlang winden. Straße und Bahn müssen allenthalben Kunstbauten zu Hilfe nehmen. Ein hervorragendes Beispiel dieser Art bietet die Kummerbrücke. Die Enns wird an dieser Stelle von zwei Brücken überquert. Einer Straßenbrücke und der schon erwähnten Kummerbrücke. Der Anblick letzterer mit der schäumenden Enns bietet eine der schönsten Szenerien des Gewässers. Gleichzeitig wird die Enge des Tales augenscheinlich. Über das zweite, von Süden kommende Seitental spannt sich eine kleinere Eisenbahnbrücke, die Hartelsgrabenbrücke. Sehr bald ist Hieflau erreicht. Der Bahnhof bekommt spezielle Bedeutung durch den steirischen Erzberg. Von der früheren Bedeutung für die Eisenindustrie zeugen die Reste eines alten Hochofens mit seinen charakteristischen Spitzbogenfenstern. Die Enns fließt bei Hieflau ziemlich ruhig. Der Ort selbst liegt eingebettet in den durch die Tälervereinigung entstandenen kleinen Kessel. Es war ein Jahrhundertgewitter, das da im August über den Damischbachturm herniederging. Du kannst dir nicht vorstellen. Da hat's gerumpelt und der Klaus Bach hatte bei Gstatter Boden 6 Meter hohe Geschiebemassen über Straße und Schiene getrieben und ein 120 Meter langes Stück vom Bahndamm weggeschwemmt. Thank you.